Es ist mal wieder leichter Lebenszeit. Herzlich willkommen, schön, dass Sie den Weg zu uns gefunden haben. Und ich freue mich sehr, dass dieser Mann hier heute auch den Weg zu uns gefunden hat. Es geht heute um eine süße Verführung. Es geht heute um köstliche Marzipanpralinen, hergestellt hier direkt in Berlin. Da fragt man sich natürlich, was hat Marzipan mit Berlin zu tun? Hamid Jada ist zu uns ins Studio gekommen und er wird uns erklären, warum Marzipan und Berlin sehr, sehr gut zueinander passen. Wobei, bevor wir über Marzipan reden, müssen Sie eigentlich wirklich diesen Typen mal kennenlernen, denn der hat eine ganz verrückte Lebensgeschichte und ist in vielen Bereichen Unternehmer. Dass er aber jetzt mit der Marzipanfabrik wirklich auch Gutes tut, für die Berliner Gutes tut und generell für die Berliner Gutes tut, das werden wir Ihnen im Laufe der Sendung natürlich noch erzählen. Außerdem freue ich mich über den Besuch von Theodora Contodimu, die heute von 11 bis 13 Uhr schon mit ihrem Produkt im AstroTV-Shop zu sehen ist. Wahrscheinlich auch noch als AstroTV-Beraterin die nächsten Tage des Öfteren hier erscheinen wird. Also Full-Programm sozusagen. Und als hättest du nicht genug zu tun, Theodora, hast du vor kurzem auch eine Sondersendung mal gemacht, die vielleicht auch bei dem einen oder anderen für eine leichte Kritik hat sorgen können. Warum? Ja. Darüber werden wir uns auch gleich noch unterhalten. Und wir werfen den Blick in die Sterne gemeinsam mit Michael Allgeier. Also freuen sich auf die nächste Stunde. Ich freue mich auf jeden Fall, denn Hamid, der ist natürlich nicht alleine gekommen, sondern hat ein paar Köstlichkeiten mitgebracht. Aber bevor wir, Hamid, wirklich über Marzipan in Neukölln hergestellt reden. Erstmal zu dir als Person, weil du hast mich wirklich mit deinem Lebenslauf sehr beeindruckt. Also du bist in Teheran geboren, bist dann nach Deutschland gekommen, hast aber in verschiedentlich im Ausland gelebt, um dann seit 5 Jahren hier in Berlin ansässig zu sein. Ja, das ist eine lange Reise und sehr außergewöhnlich, muss ich schon sagen. Also einmal, dass ich mit 4 Jahren bin ich nach Hamburg gekommen. Also ich bin Hamburger Junge an sich. Den Iran kenne ich gar nicht so gut. Ich bin zweisprachig aufgewachsen, das hat mir sehr geholfen. Also in der Schule alles deutsche Freunde. Und zu Hause musste ich aber Persisch sprechen mit den Eltern und kriegt auch die Mentalität mit. Und das gibt dann so ein gewisses Spektrum, was man dann hat. Mhm. Und dementsprechend war ich sehr flexibel immer. Genau, du bist wirklich rumgekommen. Das heißt, du hast in Thailand gelebt, du hast in Amerika studiert, du hast dann auch wieder in Deutschland erstmal im Allgäu angefangen, ganz was anderes Berufliches zu machen. Also welche Richtung hast du dir beruflich irgendwie ausgesucht oder kannst du das gar nicht sagen? Das kam eigentlich alles per Zufall, wie alles im Leben, auch bei jedem, den ich so kenne. So viele Zufälle spielen hier immer eine Rolle. Und das war so, ursprünglich wollte ich natürlich nach dem Studium zum Vater in den Betrieb. Der war im Teppichimporthandel. Und nach 3 Monaten hatte ich die Schnauze schon voll, bin also weggelaufen und kam durch einen Freund auf das Kristallgeschäft. Also mein Bleikristall war an sich mein Beruf. Mhm. Und dann habe ich praktisch, das Zentrum war damals im Allgäu. Und dann habe ich beschlossen, in den Allgäu zu ziehen und die Fabrik aufzubauen. Dort habe ich dann eine Produktion aufgebaut, die ich dann 88 verlagert habe nach Thailand. So kam ich dann zufällig nach Thailand. Das war aber beruflich bedingt. Und nach 22 Jahren hat sich der Markt geändert, Bleikristall lief nicht mehr. Und dann musste ich wieder in den Iran. So, da habe ich dann 5 Jahre gearbeitet und kam dann erst nach Berlin. Genau. Dann bist du nach Berlin gekommen. Mhm. Warum Berlin? Weil meine Schwestern hier wohnten, also auch reiner Zufall. Und hast dich dann in Berlin auf die Suche gemacht nach neuen Herausforderungen? Oder wie kommt jemand dazu, in Berlin plötzlich mal zu recherchieren, dass Berlin und Marzipan quasi doch irgendwie zusammengehört? Das war aber auch, jetzt sagen wir nicht reiner Zufall, sondern man muss ein Gespür haben fürs Geschäft. So, ich war im Iran 5 Jahre, um mit Immobilien Geschäfte zu machen, weil mein Vater hatte ja Immobilien, die ich da verflüssigen musste. Und das Problem bei Immobilien ist ja, oder sagen wir das Gute, man muss viel warten, ja. Also es passiert nicht jeden Tag was. Und ich bin ein Mensch, der muss immer aktiv sein. Da habe ich immer überlegt, was können wir denn machen an Geschäften zwischen Iran und Deutschland. Und dann habe ich gesehen, es gibt sehr leckere Sachen im Iran. Zum Beispiel Safran, Pistazien, das ist weltweit die besten, gibt es im Iran. Und da gibt es auch Mandeln, und zwar wilde Mandeln. Und da bin ich auf die Idee gekommen, wilde Mandeln können wir machen in Deutschland verkaufen, die kennt hier keiner. Und wer braucht Mandeln? Marzipanhersteller. Und durch Zufall, Netzwerk Neukölln, bin ich dann auf diese Marzipanhersteller in Neukölln gekommen. Da saß ich bei dem Geschäftsführer. Und er hat mir dann erzählt, ich wusste das ja auch nicht. Er meinte, ja, ich finde es ein bisschen traurig, weil Neukölln ist tatsächlich eine der größten Marzipanherstellenden der Welt. Also die, wenn man die Tonnage nimmt, über fast 20.000 Tonnen werden Marzipan-Rohmasse in Neukölln hergestellt. Mhm. Und er war natürlich ein bisschen, er ist ja stolz drauf, ja. Und das weiß keiner in Berlin. Und er sagt, das kann doch nicht wahr sein. Also ich wusste das also auch nicht. Ich dachte immer, das kommt woanders her. Dann war ich zufällig eine Woche später am Flughafen. Und dann, wenn Besucher nach Berlin kommen, die wollen doch Andenken aus Berlin mitnehmen und nicht aus München oder Nürnberg oder anderen Städten. Dann sehe ich eine Berlin-Ecke, schöne Grüße aus Berlin und sehe so
Berliner Luft, so Berliner Produkt, das und das. Und dann plötzlich sehe ich, oh, Marzipan, aber aus einer anderen Stadt, nicht aus Berlin. Lübeck wahrscheinlich. Ganz genau. Wieso muss man denn in Berlin Lübecker Marzipan mitnehmen, wenn Berlin eine der größten Produktionsstätten für Marzipan ist? Das geht doch gar nicht. Mhm. Und das, warum es so ist, es gibt nämlich 5 große Hersteller von Marzipan-Rohmasse. Und 2 von denen sind zufällig in Berlin, sind auch Konkurrenten und zufällig beide in Neukölln. Ja, und dadurch kommt das her. Aber die beliefern andere Fabriken. Also die jetzt den Marzipan weiter verarbeiten. Mhm. Die kleinste Packeinheit sind 12,5 Kilo. So, die kann man natürlich nicht am Flughafen verkaufen. Ah, okay. Die haben keine Marke für die Konsumenten. Und Marketing, das ist eben mein Bereich. Ne? Marketing ist hier sehr, sehr gut gelungen. Mhm. Du bringst hier feines Marzipan, mhm, auch edel verpackt wirklich auf den Markt. Mhm. Im Moment seid ihr seit einem Jahr wirklich erst auf dem Markt. Das heißt, ein ganz, ganz junges Unternehmen. Mhm. Ich sage immer, es hat schon so einen edlen Touch. Mich erinnert so ein bisschen an Hermes, mhm, also schon an etwas Exklusives. Und das soll euer Marzipan natürlich auch sein. Jetzt kennt natürlich der Berliner seine Stadt ganz gut. Und wenn wir über Neukölln reden, reden wir ja nicht unbedingt über das Exklusiveste Viertel. Also wie funktioniert das da? Ja, einmal muss man immer sehr vorsichtig sein mit Image, weil Neukölln besteht ja nicht nur aus Problem-Dingen. Ja, es gibt auch schöne Sachen in Neukölln, man muss sich ein bisschen reinknien. Aber ich fand das auch sehr spannend, dass man auch aus einer Gegend wie Neukölln gute Sachen entwickeln kann. Das ist absolut möglich. Mhm. Also ich würde, da habe da keine Hemmschwellen. Und ich wollte auch nicht auf Preisniveau gehen und billigeres verkaufen als die Konkurrenz. Umgekehrt. Wie gesagt, lass uns doch mal was machen, was besser ist, als was auf dem Markt ist. Mhm. Insofern ist bei uns zum Beispiel der Mandelanteil höher. Und dadurch haben wir mehr Marzipangeschmack. Und auch dadurch kann man auch preislich natürlich in ein anderes Segment rutschen. Genau, über die Herstellung werden wir uns gleich noch unterhalten, über die Inhalte, über die verschiedenen, mhm, Möglichkeiten bei euch im, mhm, Internet natürlich auch einzukaufen, was es da alles so gibt. Aber was man am Anfang wirklich auch sagen muss, und ich finde, das zeichnet dich auch sehr aus als Unternehmer, denn so ein richtig unternehmerisches Denken hast du ja für mich in der Form des Marzipans nicht, denn da geht ja richtig viel Geld und ich glaube knapp die Hälfte des Einkommens oder des Umsatzes. Nein, kann man das als Spende sagen? Das ist nicht ganz richtig, muss man sehr vorsichtig sein. Ursprünglich war ich etwas zu optimistisch, habe gesagt, okay, die Mehrheit, also 51% der Gewinne sollen jetzt in eine Stiftung gehen, um die Bildung der Jugendlichen in Neukölln zu fördern. Aber um ein Start-up-Unternehmen aufzubauen, das dauert 3-4 Jahre, bis man überhaupt einen Gewinn macht. Mhm. Also nicht vom Umsatz, sondern vom Gewinn. Und deswegen haben wir dann diesen Würfel erfunden, den Rixdorfer Würfel. Ich habe gesagt, wie können wir denn von Anfang an schon mal helfen? Und bei dem Würfel haben wir einfach eine Lizenzgebühr eingebaut. Das heißt, hier geht vom Umsatz 30 Cent in die Stiftung. Mhm. Genau. Und das hat auch ganz gut funktioniert, weil wir haben die Stiftung, die wird jetzt im Oktober gegründet, aber ich habe schon privat praktisch Geld organisiert, wo wir 3 Coaches eingestellt haben. Und wir haben eine Schule in Neukölln ausgesucht, die jetzt definitiv direkt gefördert wird. Mhm. Ganz wichtig, also ihr setzt sozusagen auf einen Bildungsweg für vielleicht auch eine soziale Schicht, das klingt ein bisschen böse, aber so muss man es ja schon auch ausdrücken, dass einfach da ja, die soziale Schicht ein bisschen unterstützt wird. Es gibt ja diese Umfragen, wenn man nach Berlin guckt. Und ich glaube, kann man in vielen anderen Städten ebenfalls so, mhm, sehen, dass es natürlich Gegenden gibt, wo das Bildungspotenzial ein bisschen anders gelagert ist, absolut, als es zum Beispiel in anderen Regionen der Stadt ist. Und, mhm, in Berlin gibt es Statistiken tatsächlich, dass, mhm, es eben in einigen Bezirken, Zehlendorf, Steglitz, zum Beispiel, ganz genau, wirklich Abiturienten gibt, genau, bis zu 70%. Mhm. Währenddessen in Neukölln, glaube ich, erreichen nur 30% ja, oder genau, so einen gewissen. Bildungsweg. Und genau das können Sie nicht dadurch erklären, dass die Intelligenz so viel geringer ist als in Steglitz. Das stimmt nicht. Also, mhm, die Differenz der Intelligenz garantiert nicht so groß, dass man so eine Spanne hat. Das heißt, das sind Umstände. Und man kann aus diesem Teufelskreis eben nur ausbrechen, wenn man die Bildung fördert. Genau. Wie du die Bildung förderst, mhm, und dass ihr da jetzt schon wirklich dran seid, darüber werden wir uns gleich noch, mhm, unterhalten. Das heißt, ihr habt wirklich auch Menschen, die in die Schulen gehen, ja, die wirklich, genau, auch aufmerksam sind und die sich auch die Schüler ganz genau angucken und eben probieren, zu unterstützen. Tolles Projekt, finde ich. Also spricht man es OHDE aus? Oder nein, wie? Das ist einfach Ode. Ode. Mhm. Ode. Ode Berlin. Können Sie im Moment nur im Internet finden, aber es lohnt sich auf jeden Fall, denn es sind wirklich kleine Köstlichkeiten, mhm, die ganz, ganz Großes eigentlich auch fördern sollen. Und Sie können sich freuen, denn ein Paket sozusagen heute hast du mitgebracht. Es, mhm, gibt heute eine Doppelverlosung, denn nicht nur Hamid hat etwas zum Verlosen dabei, sondern auch gleich Theodora Contudimo. Mhm. Also es lohnt sich heute richtig anzurufen, auf unseren Anrufbeantworter zu sprechen und folgende Frage zu beantworten.
Mal gucken, was wir heute von Ihnen wieder Schwieriges wissen wollen. Oder Berlin ist bekannt durch die leckeren Marzipanpralinen oder durch die Wiener Würstchen. Unter den eingeblendeten Telefonnummern sind wir wie immer aus Deutschland, Österreich und der Schweiz für Sie zu erreichen. Der Hinweis, dass der Anruf aus dem deutschen Festnetz 50 Cent kostet, der darf auch heute nicht fehlen. 18 Jahre müssen Sie sein und Sie können alles nochmal nachlesen unter www.astrotv.de. Blicken wir mal in die Sterne, gemeinsam mit Michael Allgeier. Mein lieber Michael, auch heute hast du dir wieder eine Person des öffentlichen Lebens herausgesucht, die leider Gottes am Montag verstorben ist. Tragischer Verkehrsunfall in Italien. Graziano Roccociani. Aber du hast gesagt, das ist trotzdem ein Horoskop, in das es sich ja lohnt, reinzugucken. Und wir wollen über Horoskope natürlich nur Menschen zeigen, was man eben durch den Blick in die Sterne alles so erfahren kann. Und ich habe die Radix von Graziano Roccociani bei mir, über die du gleich ein bisschen erzählen wirst. Ja. Vielleicht die ersten wichtigen Daten, Sternzeichen, Mond, Aszendent und dergleichen. Ja, also wir haben keine Geburtszeit zu ihm, von ihm. Aber man kann gleich vorweg sagen, man kann diesen Unfall und das ganze Geschehen einfach alles sehen, allein an den Planeten des Tages und seines Mars. Und er ist von der Sonne ein Steinbock, ja, und er hat eine sehr starke Steinbockbesetzung insgesamt, denn auch Merkur und Mars stehen im Steinbock. Und Mars ist natürlich für Boxer, für Kampfsportler außerordentlich wichtig. Es ist der Kampfplanet, der Krieger. Und wenn der mit Merkur zusammensteht, dann sind es Menschen, die ganz direkt übersetzt sehr schnell sind mit den Fäusten, haben viele Kampfsportler im Horoskop, sind auch Menschen, die immer streiten, die immer widersprechen, weil Merkur auch mit der Kommunikation zu tun hat und er hat auch mit dem Straßenverkehr zu tun. Merkur-Mars-Konjunktion im Steinbock ist ein klassischer Unfallaspekt. Roccociani ist ja über einen Unfall jetzt kürzlich tragisch ums Leben gekommen. Man weiß nicht, ob er alkoholisiert war oder nicht. Spielt aber in der Astrologie keine Rolle. Man sagt astrologisch ganzheitlich denken. Es gibt keinen Zufall. Ja, aber Sucht spielt ja in irgendeiner Form eine Rolle. Und bei Graziano Roccociani weiß man ja, dass er lange Jahre unter einer Alkoholsucht gelitten hat. Also, dass man jetzt gehofft hat oder dass man ja gedacht hat, er hat sein Leben wieder in den Griff bekommen. Hat man so die Konstellationen oder sieht man das auch? Denn er hat eine neue Liebe gefunden, er hat einen neuen Weg eigentlich gefunden und es sollte ja eigentlich bergauf gehen mit ihm. Ja, also der Roccociani war ja ein Mensch, der sich mit allen Menschen überworfen hat, der permanent Prozesse gehabt hat und der seine inneren Spannungen, die er hatte, seine starken inneren Spannungen, die er in seinem Sport ausgelebt hat. Und das alles ist diese Merkur-Mars-Konjunktion im Steinbock. Also astrologische Kenner wissen, das ist eine permanente Spannung. Permanent sieht man so die Suppe im Haar, kritisiert alles, sieht überall die Gegnerschaften, weiß alles besser, konkurriert mit anderen. Das kann man beim Boxen eben gut ausleben. Und auf dieser Merkur-Mars-Konjunktion, und das ist jetzt das Entscheidende, da stand der laufende Pluto drauf. Also oben drauf, wenn man diese Grafik schaut, steht dieser Pluto, das ist ein Kreis mit diesem Mond innen. Und das ist ein unglaublicher Transit. Also ein Unfalltransit hoch 10 in dieser ganzen Zeit, also in diesen ganzen Jahren schon. Und er zeigt auch an, dass er innerlich unglaublich angespannt war. Und wenn man innerlich sehr angespannt war, dann trinkt man, dann nimmt man Drogen, weil man versucht, ruhig zu werden. Oder viele Menschen machen das so. Das sind nicht immer nur Suchtaspekte, es ist auch die eigene Unruhe, die dazu führen kann. Denn Alkohol beruhigt. Und in diesem Moment, an diesem Tag, stand auch noch der Mond Saturn gegenüber. Saturn stand da ganz, sieht man dieser Grafik ganz oben am Himmel und der Mond gegenüber im Krebs.
Und das ist so eine Zeitstimmung, da sind viele Menschen so ein bisschen bedrückt, denn der Mond hat mit den seelischen Kräften zu tun, Saturn ist die Bedrückung. Und das war ein Komplott von vielen Dingen, die da zusammengespielt haben. Was man bei ihm ja wirklich immer so sagen muss, ich meine, wir haben ja nun mal ein paar große Boxlegenden auch in Deutschland, zuletzt Henry Maske, Axel Schulz. Eigentlich gehört ja Graziano Rocchigiani auch ein klein wenig dazu, zumindest eigentlich gar kein klein wenig, sondern richtig dazu. Ganz richtig, hat es aber trotzdem nie geschafft, wirklich mitzuhalten mit eben Henry Schulz oder Henry Maske oder Axel Schulz. Ja, also er ist ja auch oft ungerecht behandelt worden, sagt man. Ja, der hat Kämpfe verloren, wo die Punktrichter gegen ihn gestimmt haben, wo alle gesagt haben, das kann überhaupt nicht sein. Unter anderem auch gegen Henry Maske im ersten Kampf, wo er eigentlich klar dominiert hat und trotzdem nicht gewonnen hat. Er hat einfach polarisiert. Die einen haben ihn bejubelt und haben gesagt, das ist ein Typ, ein Ur-Berliner, einer, der allen zeigt, der sich nichts gefallen lässt, und die anderen haben gesagt, das ist ein Flegel, ein völlig unmöglicher Typ, der dem ganzen Sport und dem ganzen Ansehen nur schadet. Also er hat immer polarisiert und hat dadurch auch sehr viel Pech und Ablehnung im Leben bekommen, auch von der Presse. Also ist er sehr gegensätzlich behandelt worden. Naja, aber du hast ja gerade gesagt, also bei den Boxern oder auch im Horoskop, da kann man ja erkennen, dass da manchmal vielleicht die Fäuste leichter fliegen, was der Boxer ja im Privatleben nicht machen darf, was bei Rocchigiani aber schon des Öfteren auch wirklich mal passiert ist. Also so richtig unter Kontrolle scheint er sich ja nicht gehabt zu haben. Nein, also er ist auch immer wieder durch Gewalttaten, durch Übergriffe aufgefallen, er ist ja auch immer im Gefängnis gelandet. Also die Justiz war sein permanenter Begleiter. Also er war so ein bisschen in diesem asozialen Milieu, muss man sagen. Also ein Abgestürzter. Er hat auch seine ganzen Millionen, die er verdient und auch mal durch einen Prozess gewonnen hat, die hat er einfach immer wieder verschleudert, gelebt. Und letztlich hat er seine inneren Spannungen, sage ich mal, nicht in den Griff bekommen. Mhm. Naja, man hat ja viel mitbekommen, auch über die Presse. Das heißt wirklich, wie du es gerade gesagt hast, von den Millionen in irgendeiner Form dann plötzlich auch in Hartz IV abgerutscht. Aber am Schluss hat man sich gedacht, er hat sich irgendwie gefangen und dann dieses tragische Schicksal, was natürlich wirklich dramatisch ist. Mein Lieber, aber es ist ja trotzdem immer spannend, wieder in Horoskope zu blicken, denn absolut, auch für dich ist es natürlich bei Rocchigiani ein Horoskop. Da assoziierst du natürlich schon auch eine Persönlichkeit dahinter, aber auch die bestätigt natürlich, dass die Sterne ja nicht wirklich lügen, oder? Wie bitte, dass die Sterne nicht wirklich lügen? Nein, also es ist immer die Frage, natürlich muss so ein Unglück nicht kommen, auch wenn man Unfallkonstellationen hat. Es ist immer eine Herausforderung an uns, mit diesen Spannungen umzugehen oder einen anderen Weg einzuschlagen. Wir kommen permanent an eine Kreuzung, wo man sagen können, wir gehen den Weg oder jenen Weg. Und wenn wir in einer Sackgasse sind und kommen nicht mehr raus, dann wächst, sage ich mal, die Wahrscheinlichkeit von solchen Unglücken oftmals. Genau, aber jetzt werden sich wahrscheinlich auch viele wieder denken, also gerade die vielleicht mit Astrologie gar nicht so viel am Hut haben, kann man sowas voraussehen? Also auch die Dramatik, jetzt nicht nur die Unfallgefahr, sondern die Dramatik, das Endliche eines Horoskops? Sagen wir mal so, wir gehen immer von der Willensfreiheit aus, immer schon in der Astrologie. Also die schlechten Astrologen, die Wald- und Wiesenastrologen haben immer so eine Schicksalgläubigkeit gehabt. Aber man hat schon im 13. Jahrhundert Thomas von Aquin gesagt, die Sterne machen geneigt, aber zwingen nicht. Also, aber es gibt eine Wahrscheinlichkeit. Und wenn man sieht, der Rocchigiano ist so ein Typ, der sich immer streitet mit allen anlegt, der so eine innerliche Spannung hat. Und der ist jetzt durch einen Sterneneinfluss, durch einen Transit so dermaßen stark angesprochen, dann muss man zumindest Angst haben, dass was passiert. Mhm. Also, du hättest eine kleine Warnung abgegeben oder wie geht man als Astrologe mit so einem Aspekt dann um? Wenn man klug ist und heute beschäftigt man sich ja immer mehr so auch mit ganzheitlichen inneren Dingen, dann setzt man sich eben auch mit diesen Themen, mit denen man immer wieder anstößt, so nach dem Motto, täglich grüßt das Murmeltier in seinem Leben auseinander. Mhm. Also Spannungen, die kommen, wollen einem ja auch was
sagen. Mhm. Es ist immer eine Chance, auch was zu verändern. Ja, das Schöne ist, und ich glaube, das ist aber immer das, was wir hier mit dem Blick in die Sterne aufzeigen wollen, dass es sich schon mal lohnt, in das Horoskop zu blicken, denn da wird man einige Dinge erkennen, die vielleicht irgendwo im Verborgenen schlummern, und dann ist es aber ganz schön, wenn ein Astrologe wie du solche Dinge nach vorne holt und einfach sagt, gib mal den neuen Weg, ne? Nicht immer nur nach links, sondern auch mal nach rechts gucken. Genau, danke schön, ja. Michael, lass es dir gut gehen. Ist ja immer ein großes Vergnügen, mit dir donnerstags zu telefonieren. Die obligatorische Frage am Spruch, als Wetter in der Heimat. Ja, ich habe gerade mit der Steffi vorher in der Regie schon gesprochen. Bei uns ist strahlender Sonnenschein. Das ist ein richtiges Wiesenwetter. Naja, die Wiesen hat ja eh dieses Jahr, hat es gut getroffen. Ne? Ich habe gestern mit meiner Mama telefoniert, die hat gesagt, nur zwei Tage irgendwie war mal nicht ganz so toll. Abends wird es ein bisschen frischer, aber die Wiesen kann sich dieses Jahr nicht beschweren. Nein, also toller Herbst. Auf den tollen Sommer folgt ein toller Herbst. Wunderschön. Da können wir uns auch nicht beschweren. Sagen wir nochmal den üblichen Satz, mit dem die Wiesen beginnt. Auf eine friedliche Wiesen, dass auch die nächsten Tage noch genauso friedlich verlaufen. Ja. Ich sage herzlichen Dank, mein Lieber. Lass es dir gut gehen. Bis die Tage. Tschüss und Servus. Bis die Tage, Andrea. Ciao. Ciao, Servus. Ja. Michael Allgäuer, unser leichter Leben-Astrologe, den Sie natürlich auch übers Internet finden können. Theodora Contodimo, im Moment sehr häufig hier bei AstroTV zu Gast. Das heißt, du hast ja richtig, über eine Woche bist du jetzt hier in Berlin, ja? Ja, von Sonntag bis Sonntag bin ich jetzt hier. Ich überlege schon, einen Kleiderschrank mit herzuholen, hier einzuziehen. Naja, für dich würde ja fast wirklich irgendwie schon eine Wohnung sich hier lohnen, ja, ne? Ja, letzten Endes, ja. Also ich habe jetzt wirklich eine Woche Pause gehabt, davor war ich ja eine Woche hier. Also ja, man müsste sich so langsam Gedanken machen über einen eigenen Schrank hier im Studio. Naja, genau. Hier, liebe Chefs. Ist Berlin, wäre Berlin eine Stadt für dich, also die dich reizen würde? Nein, ist mir zu groß. Ist mir zu groß. Ich mag das Heimische. Ich mag wirklich das Heimische. Das bedeutet, Leipzig ist ja eine kleinere Stadt. Gefühlt kleinere Stadt. Und da fühle ich mich wohl. Und ich habe noch nie in meinem Leben so ein Wohligkeitsgefühl gehabt. Ich bin ja eine geborene Nürnbergerin und dachte für immer und ewig Nürnberg. Dann kam ich nach Leipzig und weinte und dachte, oh Gott, so eine dunkle Stadt. Jetzt, wenn man Leipzig anschaut, ist eine gigantische Stadt geworden. Hm. Und da fühle ich mich wirklich zu Hause. Deswegen kann ich nicht wechseln. Ich bin froh, wenn ich hier bin, weil ich Sendung habe. Und dann bin ich so glücklich, wenn ich wieder in Leipzig bin, weil das mein Zuhause ist. Ja, also es ist, irgendwo muss man ja mal ankommen. Es ist auch schön, verschiedene Sachen irgendwie auszuprobieren. Wir haben es ja gerade von Hamid gehört. Also da ist ja viel passiert im Leben. Also die Möglichkeit oder den Willen hat ja auch nicht jeder. Aber jeder muss natürlich irgendwann mal gucken, wo er ankommt. Es ist ja schön, dass du dein Plätzchen gefunden hast. Ja. Unter anderem, aber ein Plätzchen hast du natürlich hier auch bei AstroTV. Genau. Heute Morgen von 11 bis 13 Uhr mal wieder mit dem Shop zu sehen. Mhm. Dann bist du natürlich auch als Beraterin zu sehen. Und du hast vor, ich glaube, 3 Wochen ungefähr, ne? Bist du sowas. Hast du als erstes mal eine Sondersendung gemacht? Ja. Und zwar, die war schon anders als vieles andere, vom Studio her, vom Aufbau her, aber auch von der Thematik. Also erzähl mal, was hast du da gemacht? Es war ganz anders, weil ich nicht nur gechannelt habe. Man nennt diese Art der Energiearbeit Walk-in. Also ich stelle mich komplett zur Verfügung. Das bedeutet nicht nur mit meinem kleinen Bewusstsein, sondern es ist ein tieferer Prozess. Ich habe komplett mich als Theodora ausgeschaltet und mich mit Körper und Geist zur Verfügung gestellt. Es ist, als würden die Aspekte von Mutter, also nicht als, sondern Mutter Maria bettet dann ihre Aspekte, einen Teil ihrer Aspekte in mich ein. Wie formuliere ich das jetzt? Mein ganzes Theodora-Sein besteht aus verschiedenen Aspekten, Bereichen. Und meine, diese Bereiche, die Theodora-Bereiche, die habe ich gesammelt, ganz klein gemacht und irgendwo zur Seite gelegt. Und Platz gemacht für diese Aspekte von Mutter Maria. Also kann man schon irgendwie so sagen, um das bildlich vielleicht zu erklären, du trittst quasi aus deinem Körper heraus und bist in dem Augenblick, wo du da in diesem Studio sitzt, in die Rolle, in eine andere Rolle schlüpfst, auch gar nicht mehr Theodora, sondern wirklich verbunden mit der heiligen Kraft. Genau, und das war nämlich der Unterschied, deswegen habe ich das auch angekündigt in den normalen, in Anführungszeichen, Sendungen, dass ich nicht moderieren kann. Ich kann niemanden ansprechen als Theodora. Man kennt mich ja. Die Leute kennen mich. Ich bin immer so flatterhaft und erzähle ja sehr viel.
Aber in dieser Sondersendung geht gar nichts. Es geht gar nichts. Es ist ja auch wirklich schwer. Ich habe ja überhaupt nicht mitbekommen, wie die Sendung verlaufen ist. Und netterweise haben sehr viele aufgenommen die Sendung, auch Fotos für mich gemacht, denn ich hatte keine Ahnung, was da passiert. Ich wusste nur, ich bin beiseite gelegt als Theodora und Mutter Maria ist da. Und sie hat sich quasi auch meines Körpers bedienen dürfen. Ich trete wirklich beiseite und sie durfte durch mich sprechen und wirken. Jetzt gibt es mit Sicherheit aber auch die Kritiker. Also diejenigen, die sich vielleicht auch diese Sendung angeguckt haben und gesagt haben, also das grenzt ja fast schon ein bisschen an Blasphemie. Ja. Also zu behaupten, ich habe das Zeug, wirklich Botschaften zu empfangen von Mutter Maria. Ja. Ja, ich behaupte es nicht, dass ich das Zeug habe. Sehr viele Menschen haben dieses Potenzial. Das ist kein Monopol. Ich bin nur ein Werkzeug. Mehr bin ich ja letzten Endes nicht. Es ist mir eine große Ehre, es ist mir eine Freude und in tiefster Demut darf ich das tun. Man sucht sich das ja nicht aus, es ist da. Ja, ich habe mich auch nicht hingestellt eines Tages und sagte, oh mein Gott, ich empfange jetzt die Botschaft von Mutter Maria. Ich bin damit groß geworden und immer wieder hat sie mir die Impulse geschenkt, dass etwas passiert in mir. Und ich habe ja erst vor kurzer Zeit erfahren, warum das auch so ist, warum ich so eine starke Verbindung zu ihr habe. Ich weiß, also meine Mutter hat es mir gesagt vor ein paar Monaten. Also ich habe sie gefragt, weil ich es nicht verstehen konnte, warum habe ich so eine starke Verbindung zu Mutter Maria? Und sie sagte, ich bin fast weggestorben als Baby. Und da hat meine Mama um diese Hilfe gebeten letzten Endes. Sie sagte, hilf ihr, schenke ihr das Leben, so soll sie deine Gnade auf Erden verströmen. Das habe ich erst vor kurzem erfahren. Und jetzt ist das für mich auch schlüssig, warum ich so stark reagiere und warum ich so in diesem Aspekt mich finde, zu dienen den Menschen in dieser Form. Ich bin das ja nicht, ich bin nicht Mutter Maria, ich wirke, ich darf wirken. Also ich bin da ja auch, du kennst mich auch schon so lange und weißt, dass ich auch kein Blatt vom Mund nehme, wo ich sage, bitte? Das ist jetzt nicht unbedingt so meine Art du irgendwo. Du brauchst das greifbar. Genau, also Astrologie, das ist für mich greifbar hier. Das grenzt für mich schon auch so an so etwas Unverständliches. Ja. Aber ich habe mir die Sendung natürlich auch mit angeguckt. Und das, was mich sehr, sehr bewegt hat, war wirklich, wie du da gesessen hast, dass du wirklich irgendwo nicht erkennbar mehr Theodora warst, sondern wirklich irgendwas anderes warst. Jetzt kann man sagen, schauspielerisches Talent oder sonst irgendetwas. Aber ich glaube, das, was passiert ist, nämlich mit den Anrufern, und das hat mich emotional schon auch getroffen, war, welchen Mut, du einfach nur über eine Botschaft jemanden gegeben hast, der vielleicht plötzlich wieder einen Sinn des Lebens, ein Ankommen auf dieser Erde empfunden hat, weil du ihm eine Botschaft von Mutter Maria mit auf den Weg gegeben hast. Das hat was mit Glauben zu tun. Das ist es, der Glaube und das, was die Menschen spüren. Sie sind ja Teil des Ganzen. Es passiert ja etwas in einem Menschen und ein Mensch, der sich entscheidet, so etwas sich abzuholen als Botschaft, der hat einen Leidensweg hinter sich, der leidet, der hat wirklich Probleme. Man macht sowas ja nicht aus Spaß und der Freude, sich diese Liebe holen wollen, diese Aufmerksamkeit, diese Zuwendung von Mutter Maria, sondern es geschieht etwas mit diesem Menschen. Und dann, dass der Mensch sich beschenkt in dieser Form und diese Erleichterung mit sich nehmen kann, ist für mich am Ende das größte Geschenk, wenn ich das leben darf, ein Teil dessen sein darf, und der Mensch am Ende mich dann anruft, wenn ich wieder normal bin, in Anführungszeichen, und sagt, Mensch, Theodora, du hast mir so geholfen. Und ich sage, ich war das nicht. Ja. Mhm. Aber es hat geholfen und das ist das, was zählt. Nur das zählt. Auch wenn es einen Menschen hätte erreichen sollen, in dieser Form, diese Botschaft, auch wenn es einen Menschen diese Seelenheilung bringt, hat sich's allemal gelohnt. Ja, und das finde ich ist auch immer so dieser Punkt, warum ich immer gerne hier sitze und warum ich auch immer wieder euch Berater, die auch wirklich für manche auftretende Sorgen, die vielleicht nicht bei jedem gut ankommen, in Schutz nehme und sage, jeder weiß, worauf man sich einlässt und wie vielen Menschen ihr aber über vielleicht auch so eine Botschaft wieder einen neuen Sinn, einen neuen Aspekt im Leben gegeben hat, ist doch etwas Wunderbares. Keiner wird gezwungen, quasi sich die Botschaft abzuholen, aber es sind Menschen, die einfach eine gewisse Streicheleinheit für die Seele benötigen und die gebt ihr ihnen einfach dann auf eure Art und Weise in irgendeiner Form weiter. Und ich schätze, und das weißt du auch, deine Arbeit, ich schätze dich auch sehr, weil ich dich als Person eben auch empfinde als ein reines Wesen, die wirklich hier auf dieser Welt ist, um Gutes zu tun. Und das, finde ich, zeichnet dich auch immer so ein bisschen aus. Ja, also ich darf es leben. Ich bin unendlich dankbar, das leben zu dürfen. Und umso dankbarer, wenn ich sehe, dass
jene Menschen, die wirklich leiden, diese Möglichkeit bekommen, dieses Leid auflösen zu lassen, dass die endlich frei sind. Denn für uns jeden gibt es so ein kleines, klitzekleines Glücksgefühl. Es ist da und das darf sich vergrößern. Aber diesen Punkt zu erreichen, dass ich endlich mal fühlen darf, diesen Glücksaspekt, dieses jemand ist für mich da, jemand liebt mich. Für die Menschen ist das so bedeutsam. Ja, und es ist auch so schön, dass du viel von deiner Kraft auch in diverse Schmuckstücke packst. Ja. Denn Schmuckstücke können natürlich auch tägliche Begleiter sein, können auch Kraftgeber sein. Und einen ganz besonderen Kraftgeber hast du heute mitgebracht für unser Publikum, den wir nämlich auch verlosen dürfen. Erzähl mal ganz kurz drei Sätze noch zu dem Kreuz, das du mitgebracht hast. Der Name ist Programm, Karma-Kreuz. Karma-Strukturen auflösen. Ganz viel Unterstützung, um alte Karma-Aspekte aufzulösen. Zu erkennen, was ist mein Karma, wo führt mich mein Weg hin, was darf ich erlösen. Und hierbei ist eine Frequenz verankert, die Karma auflösen vermag, um endlich die Menschen Freiheit zu geben. Und dieses wunderbare Kreuz, das können Sie heute gewinnen, das heißt Ihre eigene Karma-Auflösung sozusagen. Wir nehmen die gleiche Frage, wie Sie vorhin schon gestellt haben, aber ich zeige sie Ihnen nochmal, denn es geht heute natürlich nicht nur um Theodora, sondern es geht auch noch um etwas anderes. Ja, um ein anderes Produkt, wo auch sehr viel Spirit drinnen steckt. Es geht nämlich um Eau de Berlin und die sind bekannt durch A. Marzipanpralinen oder B. Wiener Würstchen. Wenn Sie das Karma-Kreuz von Theodora bekommen wollen und natürlich in Verbindung auch mit wunderbar köstlicher Marzipanschokolade, dann sollten Sie jetzt zum Telefonhörer greifen. Bis 15 Uhr ist unser Anrufbeantworter geschaltet und sprechen Sie die richtige Lösung drauf. 50 Cent aus dem deutschen Festnetzmobil kann es auch etwas teurer werden. Machen wir jetzt ein Päuschen oder mache ich weiter mit Hamid? Ich würde ja weitermachen. No, machen wir weiter mit Hamid, ne? Weil wir gerade so im Thema drinnen sind. Es geht um Spirit. Du bist ja hier bei einem spirituellen Sender. Und ich muss immer sagen, es gibt so Unternehmen, da steckt ja auch ein neuer Zeitgeist, ein neuer Spirit drinnen. Und das Unternehmen, das du jetzt hier mit der Marzipanschokolade auf den Markt gebracht hast, das hat diesen neuen Zeitgeist, oder? Nicht nur als Unternehmer Profit zu machen, sondern den Profit auch ein bisschen zu teilen. Ja, auf jeden Fall. Das ist nicht rein profitorientiert. Es macht auf jeden Fall Spaß, das muss ich dazu sagen. Sonst hätte ich es gar nicht angefangen. Und da habe ich überlegt, ich habe ja an sich durch meine anderen Projekte nun wirklich genug, was ich zum Leben brauche. Und vielleicht kann man einen Teil davon wieder der Gesellschaft zurückgeben. Das ist die Grundidee gewesen. Inspiriert dadurch, dass die damalige Bezirksbürgermeisterin sich so eingesetzt hat für diese Kinder. Die brauchen Unterstützung. Ja, Neukölln ist, glaube ich, über Berlin heraus als Stadtteil schon auch bekannt. Ich meine, es gab einen Bürgermeister, der eben auch über Berlins Grenzen heraus bekannt geworden ist. Buschkowski ist heute noch bekannt. Genau, der aber auch den Mund aufgemacht hat und der über Problematiken geredet hat auf seine Art und Weise und der einfach gesagt hat, wir müssen hier auch diesem Stadtkern oder diesem Stadtteil Unterstützung bieten. Du bist erstmal über Marzipan auf Neukölln aufmerksam geworden, hast aber dann natürlich auch festgestellt, dass es da diese Schwierigkeiten gibt in diesem Teil Berlins? Auf jeden Fall, aber nicht durch Marzipan an sich, sondern durch die Blechschildmanufaktur, weil die war auch in Neukölln. Und so bin ich überhaupt auf Neukölln gekommen. Das Gebäude war eine wunderschöne Straße und dadurch kam auch die Verbindung zum Marzipan. Also es ist eine längere Geschichte. Aber natürlich habe ich dann die Bürgermeisterin auf mehreren Veranstaltungen kennengelernt, gesehen, wie sie sich engagiert. Wirklich fleißig. Also es war für mich auch neu, weil vorher kannte ich keine Politiker. Und dann habe ich gesehen, alleine wird die Politik die Bewältigung der Probleme auf keinen Fall schaffen. Und deswegen sind sie auch noch nicht gelöst worden. Weil sie haben Buschkowski, BR Energie kann man ja gar nicht haben. Aber auch er hat ja eigentlich viele der Probleme nicht lösen können. Weil alleingestellt kriegen sie es nicht hin. Und das ist es. Du bist vielleicht jetzt auch nicht der Problemlöser, aber du gehst den ersten Schritt vielleicht in eine richtige Richtung. Wie sieht das Projekt denn tatsächlich aus? Weil Neukölln hat natürlich mehrere Schulen, aber erstmal muss man sich natürlich auf ein Ziel erstmal konzentrieren und einen Probelauf sozusagen starten. Auf jeden Fall. Also wir haben damals praktisch die Bitte gehabt, uns die schwierigste Schule zu geben, wo die Probleme am größten sind. Weil wenn sie es da schaffen, dann sind die anderen einfach. So, das war mal der erste Schritt. Dann haben wir gesagt, wir sind ja nun nicht kein Milliardenunternehmen und die Einnahmen, die wir bekommen, sind dann nicht so groß, dass wir alle Schulen unterstützen können, sondern wir konzentrieren uns auch mal auf eine Schule, dass wir einmal ein Erfolgserlebnis haben. Und dann kann man zeigen, es geht, es funktioniert. Und das kann man dann kopieren, das war der Sinn. Und wir sind auch reingegangen, wir haben mit der Schuldirektion gesprochen, auch überlegt, was können wir denn nun machen. Und das, was wir praktisch zusammen, sagen wir mal, aus auch deren Erfahrung herausgefunden haben, ist, sie müssen die Schüler wirklich coachen, sie müssen die unterstützen mit Lehrern, mit Coaches, die denen helfen, weil das Problem ist ja in Neukölln,
Viele von denen sprechen also noch nicht mal richtig Deutsch. Die Eltern sprechen fast gar kein Deutsch. Wer soll denen denn helfen bei den Hausaufgaben? Wer soll denen erklären, was überhaupt los ist, wenn man die Hälfte der Sprache nicht versteht? So, und was wir jetzt machen, wir haben 12 Coaches praktisch für die Schule engagiert. 3 davon bezahlt ODE, 3 davon, die anderen bezahlt der Senat. Und die kommen und sitzen tatsächlich neben den Schülern in der Klasse. Mhm. Und hast du das auch verstanden und helfen dann direkt? Es hat was mit Motivation natürlich auch zu tun. Und gerade auch im jungen Alter geht es ja los, dass Menschen Selbstvertrauen benötigen, dass man sie eben nicht klein macht, sondern dass man sie groß macht. Und dass man natürlich da schon anfangen kann, auch gewisse Ziele ihnen aufzuzeigen. Also eins kann ich Ihnen sagen, weil bei der Scheck-Überreichung war ich ja auch in der Schule, in der Aula und habe die Schüler gesehen. Eins ist ganz, ganz sicher, das sind keine dummen Schüler. Hm. Da ist hohes Potenzial. Man muss das nur fördern. Ihr macht das mit dem feinen Marzipan aus Neukölln. Und du sagst ja selber, also bei uns geht es, ja, hier sehen wir das Förderprojekt. Also auch da gibt es natürlich Informationen, wenn man bei dir auf der Internetseite vorbeischaut. Auf der einen Seite natürlich, was hinter dem Produkt steht. Auf der anderen Seite aber auch die Köstlichkeiten, die für dich natürlich auch wichtig sind. Denn du möchtest den Menschen was geben, aber ihnen auch dafür etwas geben. Und zwar in beiden Seiten gute Dinge. Und deswegen legst du auch Wert auf wirklich hochwertiges Marzipan, auf hochwertige Verarbeitung. Jetzt kommst du gar nicht aus dem Marzipanbereich. Also noch nicht aus dem Foodbereich. Genau, also wie fängt man denn dann an, sich plötzlich dann irgendwo mal Gedanken zu machen und zu sagen, egal, ich gründe jetzt trotzdem so eine Marzipan. Nein, das ist nicht ganz richtig, weil ich denke immer sehr strategisch. Ich habe ja nun drei Branchen gesehen, die zugrunde gegangen sind. Das einmal war das die Teppichbranche meines Vaters. Der hat sich am Anfang dumm und dämlich verdient, aber die Branche ging dann eines Tages einfach runter. Heute will keiner mehr Teppiche haben. Das zweite war meine eigene Branche, Bleikristall. Wunderschönes Produkt, wirklich herrlich. Man kann lange Jahre Freude dran, aber heute ist es den Leuten völlig egal, ob sie jetzt aus einem Senfglas trinken oder aus einem handgeschliffenen Bleikristallglas. So, die Branche ist auch zugrunde gegangen, meine eigene. Und die dritte war die Blechschildmanufaktur, die hat auch schwer zu kämpfen gehabt. Die Produktion ist ausgewandert nach China. Wenn Sie so ein Blechschild kaufen, der hält 100, 200 Jahre, also viel länger als wir. So, wie oft kauft man denn so ein Blechschild? Ja. Und nach dem dritten Mal hatte ich dann so auf gut Deutsch die Schnauze voll. Dann überlegt, so, Blechschilder kauft man tatsächlich nur zweimal im Leben, wenn man es verschenkt. Bleikristall hält sehr, sehr lange. Teppiche kann man vererben. Aber Süßigkeiten, die brauchen Sie ja immer. Ja, wenn das gut schmeckt, kaufen sie dir immer wieder. Also ab in die Foodbranche. Das war so der Gedanke dahinter. Mhm. Aber man muss sich natürlich dann trotzdem Gedanken machen. Denn Marzipan, es gibt die große Firma in Lübeck, wo wir alle wissen, ja, die stehen mit ihrem Namen für eben gutes Marzipan. Aber du wolltest schon ein bisschen besser sein und wolltest schon auch mit, ja, man kann sagen, einer kleinen Manufaktur erstmal anfangen, aber dafür ganz edle Produkte herstellen. Also es wäre reiner Wahnsinn, so mal zu versuchen, einen Giganten anzugreifen als Zwerg. Das kann ich keinem empfehlen. Das gab es also nur in der Bibel, wo er geboren hat. Sie müssen natürlich versuchen, eine Nische zu finden, wenn Sie als Newcomer in den Markt wollen. Und ich finde auch bei meiner Philosophie hier, lieber mache ich etwas Gutes und verlange ein bisschen mehr Geld. Das ist die Schiene, wo ich mich wohlfühle. Als dass ich versuche, den Konkurrenten im Preis zu unterbieten. Weil wenn ich das mache, dann wird er mich wieder unterbieten. Das hat keine Zukunft. Und daher haben wir uns darauf fokussiert, wenn Sie praktisch das Marzipan ist ja sehr gut von der Konkurrenz. Ich vergleiche das immer mit dem VW Golf. VW Golf ist ein wunderbares Auto, man kann nichts an dem Golf bemängeln. Und verkauft sich auch von der Stückzahl, also mit allermeisten, das Verkaufsschlager in Deutschland. Was wir mit unserem Marzipan machen wollen, wir wollen auf Mercedes S-Klasse gehen. Das ist der Unterschied. Und das sehen Sie schon am Design auch der Pralinen. Ja, ja, also es ist auf jeden Fall außergewöhnlich. Es ist vor allem auch ein tolles Geschenk, denn Schokolade verschenkt man ja auch öfters mal. Genau. Aber man will dann natürlich trotzdem auch ein edles Produkt weitergeben. Und das ist euch auf jeden Fall hiermit gelungen. Wie viele verschiedene Sorten? Wo wird diese, es wird in Neukölln natürlich produziert, aber wahrscheinlich wirklich nur klein. In kleinen Mengen bei uns, die Masse. Ist das Verlosungspaket? Ja, das ist es. Dass wir verlosen. Genau. Das heißt, da darf ich jetzt gar nicht reingreifen. Ja? Nein, das wird ihr bereit geschickt. Das ist für die Verkostung. Das heißt, hier kann ich reingreifen. Nein, wir haben genug Lager. Na, wobei, Gott sei Dank. Darf ich Ihnen auf den. Ja, das ist unser Spitzen, also unser Verkaufsschlager. Da habe ich wieder mal etwas kombiniert aus meiner Karriere. Und zwar ist es mit persischem Blausalz. Das ist dieses hier? Ja, da ist Blausalz drin. Das ist das teuerste Salz der Welt. Magst du Marzipan? Ist ja nicht für jedermann was. Nein, wirf gleich die ganze Schachtel rüber. Dunkle musst du mir noch lassen. Nee, komm, dunkle Schokolade. Geschmacksintensiv. Komm, schneller. Oh Gott. Also, ich kann auch. Ja, bitte. Also, wir haben zwei, genug. Zwei. Einmal die. Moment. Halt. Ja, heute. Und.
Dankeschön. Reisschokolade. Ja, alles muss ich verkosten. Ich mache hier einen Job, ja? Max hat da hinten schon Angst, dass nichts mehr für ihn übrig bleibt. Ich sehe schon dieses P in den Augen. Oh, das ist intensiv. Ist sehr intensiv. Sehr intensiv. Also dieses mit dem Salzkristall hat natürlich wirklich auch schon wieder eine... Ja, das ist eine besondere Note, genau. Ja, ganz, ganz was Besonderes. Das ist eine, es gibt nur eine Mine auf der Welt und die ist im Nordosten Irans, wo dieses Salz herkommt. Und das heißt Blausalz, weil blaue Mineralien hier drin sind. Das schimmert so ein bisschen blau und ist das teuerste Salz der Welt. Das war natürlich wieder eine der guten Sachen, wo ich im Iran war. Entdecke ich dann solche Sachen. Sehr lecker. Muss ein bisschen was erzählen, ich habe den Mund noch voll. Also wir haben 35 verschiedene Sorten, haben wie gesagt darauf Acht gelegt, sagen wir mal, besondere auch Ingredienzien zu haben. Wir haben zum Beispiel auch wilde Mandeln teilweise im Einsatz, die einfach geschmackvoller sind. Oder wilde Pistazien. Und auch vom Design her unterscheiden sich die Pralinen, weil das Auge ist auch einfach mit. Das ist ganz einfach. Absolut. Und das Design heutzutage, ich glaube, ohne gutes Design wird man auch als kleiner Zwerg, wie du vorhin selber gesagt hast, einfach nicht zum Goliath, sondern man muss auffallen. Und, Und wir überlassen die Massenproduktion praktisch den anderen und den großen Markt, weil wir wollen ja auch nicht in die Supermärkte, da kommen wir gar nicht rein, sondern ganz selektiv. Wir kommen zum Beispiel im Oktober ins KDW rein. Galeria Kaufhof, das sind die zwei Top-Läden Berlins. Mhm. Und das muss man als Newcomer schon mal schaffen. Absolut. Und Gott sei Dank für die, die nicht aus Berlin kommen, gibt es euch natürlich auch trotzdem im Handel. Und zwar via Internet. Und das ist wirklich ganz besonderes Marzipan. Aber die Geschichte, die dahinter steckt, die finde ich halt besonders. Denn hier weiß man, dass man wirklich auch Unterstützung bringt. Und zwar auch für die sozial Schwächeren unserer Gesellschaft, die, und wie du es vorhin ja auch gesagt hast, einfach... ja, vielleicht Pech hatten im Leben, aber trotzdem natürlich hier oben so weit gefördert werden können, dass auch die eine Chance bekommen. Und dafür steht das Projekt Ode ebenfalls. Also, wir haben heute das große Glück, Sie haben heute das große Glück, eine wirklich tolle Verlosung zu bekommen. Denn auf der einen Seite gibt es hier diese süße Köstlichkeit, aber auf der anderen Seite auch noch das schöne Kreuz von Theodora Contudimo, das sie heute mitgebracht hat. Und da geht es um gutes Karma. Das, finde ich, Hamid auf jeden Fall hat, das gute Karma. Denn heutzutage muss man natürlich auch geben. Ja. Und ich glaube, geben ist auch seliger als nehmen. Das ist auch ein alter, weiser Spruch. Unsere Frage, wie immer, hier können Sie sie lesen. 50 Cent aus dem deutschen Festnetz. Einfach auf unseren Anruf beantworten, noch bis 15 Uhr die richtige Lösung sprechen. Kurzes Päuschen und dann geht's weiter. Ups, mein Kopf ist schon wieder weg. Der intelligente Schmuck von Gabriele Iasetta. Die Schmuckdesignerin fertigt intelligenten Schmuck, der ihre mentalen Fähigkeiten stärkt und sie dabei unterstützt, sie selbst zu sein. Stöbern Sie auf ihrer Internetseite und finden Sie eine große Auswahl an tollen Produkten, die Sie direkt online bestellen können unter www.gabriele-iasetta.com oder telefonisch unter 0800 07 10014. Bei Nennung von Leichter Leben erhalten Sie 10% auf Ihren Einkauf. Holen auch Sie sich den intelligenten Schmuck von Gabriele Iasetta nach Hause und spüren Sie die Energien. Thorsten Gabriel TV-Shop. Familiensegen, finanzielle Fülle, spirituelle Hellsicht, Liebesglück. All dies und noch viel mehr ermöglicht Ihnen unser Neuzeitschamane Thorsten Gabriel. Er empfängt für Sie aus der göttlichen Liebe Ihre Botschaften und lässt diese erlöste Form in all seine 5D-Produkte einfließen. Alles wird von ihm höchstpersönlich für Sie individuell energetisiert. Seine Angebote können Sie jetzt bestellen unter www.regenbogen-esoterik.de, damit Sie endlich erleben, wovon andere nur träumen. Botschafterin zwischen den Welten, Schamanin der Universen. Blue Eyes bietet an Einblick auf geheimes kosmisches Wissen, atlantische Geheimlehren, Kristallschädeleinweihungen, schamanischen Trommelbau, Trommelreisen und diverse Aktivierungen. Kontaktieren Sie Blue Eyes für Terminvereinbarungen. Telefonisch unter 02206 6084972 oder per Mail unter blue.eyes5617@yahoo.com. www.lichtzentrum-kristall-quelle.com. Theodora Contudimo, quasi hast du ja heute fast schon, bist ja fast schon Wahlberlinerin, in einmal im Monat zumindest, 7 Tage, bist du jetzt wieder am Stück hier. Was machst du in Berlin, wenn du so hier bist? Also ist es für dich dann eine reine Arbeitswoche, wo du dich wirklich nur auf dich, die Arbeit und Astro TV konzentrierst? Genau. Oder guckst du dir schon auch mal ein paar Dinge hier in dieser Stadt an? Es ist eine Woche tatsächlich, in der ich sein darf für die Menschen.
Und den Rest der Zeit nehme ich mir für mich, denn ich kann mich nur inspirieren lassen, wenn ich in die Stille gehe. Und dann passiert das oftmals, dass ich hier bin und eine neue Inspiration kommt. Und dann spreche ich das natürlich auch aus und es wird dann auch Thema in meinen Sendungen. Denn wenn ich draußen bin, lasse ich mich ablenken. Und ich bin gern in der Stille, weil ich ja sehr viel in der Öffentlichkeit stehe und dann ziehe ich mich auch gern sehr stark zurück. Mhm. Ja. Ja, ja, ich meine, du machst deine Urlaube, da fährst du auch in die Heimat quasi. Da wobei arbeite ja, ich ja auch immer. Genau, aber es hat ja für dich auch immer irgendetwas mit Inspiration zu tun, auch wieder hier mit Verbindungen genau, zu tun. Genau, ich gehe zu meinen Händlern auch immer wieder. Also es ist nicht wirklich dann Urlaub, weil in Griechenland sind alle meine Händler, mit denen ich zusammenarbeite und dann wird halt stets gearbeitet, Termine wahrnehmen. Also es ist nicht wirklich Urlaub, also das ist schon ein bisschen mehr Arbeit. Mhm. Aber genießt du dann trotzdem diese Woche hier, also ja. Die du ja trotzdem verbindest mit Arbeit, aber das, auch mit der Stille? Du musst dir eines vorstellen, wenn ich hier bin, dann ist das für mich eine Zeit des Wirkens. Ich erreiche Menschen, das war ja mein Ziel. Ich bin nicht eines Morgens aufgestanden und habe gesagt, ich will ins Astro-TV. Ich bin aufgestanden und sagte, ich will Menschen erreichen. Das Astro-TV zu finden, war die positive Nebenwirkung, um mein Ziel zu erreichen, Menschen zu bewegen, sie zu erreichen und ihnen zu vermitteln, welche neuen Wege das Leben mit sich bringt. Das ist mein Ziel gewesen. Mhm. Und deswegen sehe ich das als heilsam für mich, meine Berufung nachzugehen, Menschen zu erreichen, sie auf ihren Weg zu begleiten. Mhm. Glaube und Spiritualität, das sind natürlich auch immer wie ein bisschen wie Feuer und Wasser, wobei mittlerweile die Annäherung ja schon auch stattgefunden hat. Denn jeder, der in irgendeiner Form ein spiritueller Denker ist, der hat natürlich auch eine gewisse Form des Glaubens. Sonst würde wahrscheinlich auch die Spiritualität nicht wirklich funktionieren, oder? Das finde ich auch. Was mich nur manchmal so stört, sind diese so kirchliche Dogmen, weil da immer so eine Differenzierung besteht und es wird von der Kirche verteufelt, was wir tun an spirituellem Wirken. Und ich meine, ich bin ja selbst gläubig und religiös aufgewachsen, aber ich habe von mir selbst lernen dürfen, grenzenlos zu denken. Denn Mutter Maria, Jesus Christus und die Engel, die suchen sich nicht aus, wer geht zur Kirche, wer ist orthodox, wer ist evangelisch oder katholisch, sondern die Engel gehen zu uns allen hin. Mhm. Und das finde ich das Schönste. Ich möchte einfach diese Freiheit weiter vermitteln dürfen für die Menschen. Deswegen sage ich ja, manchmal ist das ein bisschen begrenztes Denken von Menschen, die sagen, entweder man ist spirituell oder gläubig. Das geht gar nicht zu trennen. Nein, das Gebet ist für viele ja auch was ganz, ganz Wichtiges. Und das Gebet kann man auf der einen Seite natürlich spirituell umsetzen, aber natürlich sehr, sehr stark mit dem Glauben in der Kirche zum Beispiel auch umsetzen. Aber ich glaube, wichtig ist, wirklich jeden so zu lassen, wie er das für richtig hält und auch seinen Weg und seinen Glauben zu finden. Ja. Und über die Kirche wird auch nicht in der Öffentlichkeit so häufig hergezogen, wie es oftmals eben über euch Berater getan wird. Jetzt sind ja ein paar Skandale rausgekommen. Ja gut, aber die haben ja jetzt nicht unbedingt nur diesen Glaubenswert, sondern genau, einfach wirklich ich sage, man muss nicht immer nur scheinheilig sein. Also ich bin ja für alles, ich bewerte ja niemanden, ich möchte nur, dass das klar wird den Menschen. Spiritualität bedeutet, einen offenen Geist zu haben, Gutes zu tun, auch nach dem Resonanzgesetz, Gutes zu tun, um Gutes willkommen zu heißen. Das ist das, was zählt und das ist letzten Endes auch, was Jesus und Mutter Maria gesagt haben. Tue Gutes, liebe die anderen wie dich selbst. Ist doch alles in Ordnung, tut's doch einfach. Mhm. Warum bewerten, was ist Religion, was ist Spiritualität? Lasst es sein und lebt einfach. Ihr nehmt natürlich eure, und das sage ich ganz oft hier auch bei Leichter Leben, eure Werkzeuge, die vielleicht bei dem einen oder anderen manchmal auch ein bisschen merkwürdig erscheinen mögen, aber, und das glaube ich ist immer das Allerwichtigste, und da geht es auch um Coaching, da geht es um Motivation, egal ob es die Schüler sind oder ob es einfach wirklich auch die Menschen sind, auch Coaches. Denen eigentlich Mut zu machen und die Wertvolligkeit. Wertigkeit, die Einzigartigkeit jeder Person irgendwie mal wieder klarzumachen und den Glauben an sich selbst nicht zu verlieren. Und ich glaube, da ist es wunderbar, dass ihr den Menschen da die Hand reicht. Theodora, wann bist du wieder hier zu sehen? Morgen zwischen 11 und 13 Uhr, das weiß ich zum Beispiel. Heute Abend wieder in der Live-Beratung ab 21 Uhr. Ich hatte ursprünglich eine Sendung um 16 Uhr. Und die lasse ich ausfallen. Also ich werde vertreten von Thomas Raschke, weil ich ein bisschen wahrscheinlich einen Infekt im Hals habe. Also ab 21 Uhr bin ich heute da. Ich mache eine längere Pause heute. Dann aber wirklich wieder fit und morgen um 11 bis 13 Uhr natürlich auch wieder hier bei Astro TV mit deinen schönen Shop-Produkten. Da konnte man bestimmt das Karma-Kreuz heute auch kaufen, oder? Ja, gestern. Heute haben wir es versteckt. Heute wurde es versteckt, aber wir haben es rausgeholt und Sie können sich freuen, denn Sie können es noch gewinnen. In ein paar Minuten ist unser Anrufbeantworter geschaltet. Das heißt, jetzt schnell noch nutzen.
ja, die Minütchen nutzen und die richtige Lösung auf unseren Anrufbeantworter sprechen. Und nicht nur das schöne Kreuz von Theodora Contodimo gibt es heute, sondern es geht ja heute auch noch um leckere Marzipanpralinen. Und auch die können Sie in diesem schönen Paket oder Sie können sich dann darüber freuen. Theodora, erstmal danke. Ich gehe nochmal rüber zu Hamid, denn der hat noch ein ganz anderes spannendes Thema. Ja. Wenn wir über die AWUS reden, sagt dir die AWUS etwas, Theodora, als Nicht-Berlinerin, die auch Nein, mit Berlin nicht so viel zu tun nicht, hat? Aber bevor du da ankommst, bitte lass die Finger von der Schokolade. Ich werf dir nochmal so einen kleinen Glückswürfel zu. Hier, fang. Weißt du, ich fang den jetzt? Können wir mal kurz in die Totale gehen, damit wir einmal sehen. Pass auf, und? Ja, gut. Hey, guck mal, ja, Schokolade ist wichtig. Sehr gut. Die AWUS ist, wobei man wirklich sagen muss, über die Grenzen Berlins natürlich schon auch ein Begriff, gerade wenn es um den Rennsport geht. Aber vielleicht für die oder auch für Theodora, was ist die AWUS? Was verbirgt sich hinter diesem Wort? Ja, nicht nur Rennstrecke, sondern es war die erste Autobahn der Welt. Also damals gab es keine Autobahn, bis dann die AWUS kam. Das war 1921. Genau, da wurde sie quasi gebaut und sie steht da immer noch. Und sie ist immer noch, glaube ich, eine der meistgenutzten Autobahnen Berlins. Denn der ganze Süden muss über die AWUS kommen. Wir haben es sehen lassen, es sind 93.000 Autos pro Tag, die da vorbeifahren. Genau, und es ist nicht nur die Autobahn, sondern da gibt es etwas, und das war eben zu Rennsportzeiten Kult, mittlerweile verfallen, nämlich die Tribüne der AWUS, wo die Menschen wirklich sich die Autorennen angucken konnten. Und auch hier bist du als Nicht-Berliner plötzlich wieder in der Historie Berlins gekommen und hast gesagt, das kann doch nicht sein, dass diese Tribüne so zerfällt. Nein, erstmal dachte ich ja auch nicht, dass das im Privatbesitz ist. Also das erste Mal, wo ich mit dem Auto nach Berlin fahre, sehe ich diese Tribüne. Ich konnte es gar nicht glauben. Sie sind so ein Schandfleck am Eingangstor der Hauptstadt von Deutschland. Das ist also unmöglich. Mhm. Und dann habe ich per Zufall eben erfahren, dass es überhaupt ein Privatbesitz ist. Nämlich bei der Blechschirmmanufaktur hatte ich einen Berater in der Druckabteilung und der war zufällig eben befreundet mit dem Inhaber der Tribüne. Und da wusste ich, Hamid, du hast immer gute Ideen. Wie haben wir so ein Ding? Wir wissen nicht, was wir damit machen sollen. Und ich komme zur Tribüne, kannte noch einen sehr guten Architekten, der ist wirklich sehr gut, ein Freund von mir, der macht also große Projekte, den habe ich damit so eingeladen. Der guckt sich das, oh ja, hier kann man was machen, meinte. Und dann habe ich zu meinem Freund gesagt, ja, wollt ihr denn das nicht lieber gleich verkaufen? Das sind sehr viele Kopfschmerzen. Meinte, ja, wir sind richtig froh, wenn das jemand kauft. Und so kam das. Steht das in irgendeiner Form, einfach mal abreißen, neu bauen, geht ja auch das nicht? Das geht nicht, ist der Denkmalschutz. Genau, ist unter Denkmalschutz mittlerweile. Die dürfen das gar nicht abreißen. Es ist schon losgegangen. Also ich fahre ja fast täglich an der AWUS vorbei oder an der Tribüne vorbei und habe mich im Sommer gefreut, als ich gesagt habe, oh, jetzt scheint da mal was zu passieren. Das Dach ist schon mal abgerissen worden, aber jetzt stagniert es gerade wieder. Also, ja, das ist also sehr interessant. Also einmal ging es los, das habe ich aber nicht gesehen. Die AWUS, also unter der Tribüne sind ja Räume. Die waren voll mit Müll. Wir haben 6 Wochen gebraucht und 30.000 Euro hat es gekostet, nur um den Müll wegzufahren. Also die haben das einfach als Müll gelagert. Dann haben wir die praktisch kernsaniert. Ja, dass wir die und das Dach haben wir auch schon weggenommen, weil das war also baufällig. Und das Problem ist bei der AWUS, wir dürfen das Dach nur während der Ferienzeiten bauen. Aufgrund der Ablenkung vom Verkehr. Das hat ein Amt so entschieden. Und damit sind uns die Hände gebunden. Natürlich Genau. Also uns sind die Hände gebunden. Wir dürfen nur während der Ferienzeiten bauen. Und deswegen, wir haben es auch nicht geschafft, zu den Sommerferien eine Absperrung zu bekommen von der einen Spur. Und jetzt klappt es aber endlich zu den Herbstferien. Da geht's los mit dem Neubau des Daches. Und für die Berliner, für alle die Berlin mal besichtigen wollen, gibt es natürlich tolle Anlaufstellen, wo man wirklich aus alten Gebäuden wieder einen guten neuen Charme gemacht hat. Wir reden über das Bikinihaus zum Beispiel im Westen Berlins. Eine wirklich tolle Anlaufstelle, unter anderem natürlich auch für so kleine Manufakturen wie es deine ist, denn da kann man sich in solche kleinen Shops einkaufen. Also ist das Prinzip der AWUS dann so ein ähnliches? Nein, das können wir nicht machen. Dazu ist die Verkehrslage nicht so gut, wir haben keine Parkplätze. Das war ja auch das Grundproblem, man darf nicht zu harsch sein mit den Vorgängern. Es ist schon ziemlich schwierig, Treppen zu vermieten, als Beispiel. Weil die Treppen selbst dürfen sie nicht wieder benutzen, weil das wieder ablenkt vom Verkehr. Also muss man schon eine kreative Idee, was machen wir daraus? Und was wir gemacht haben, ist unter der Tribüne, wenn man das schön macht, sind tatsächlich Büros. Man kann Büros draus machen. Ah, okay. Aber schöne Büros. Mhm. Und das ist der Plan, dass wir das praktisch als Büros nutzen. Und in der Mitte der Tribüne kommt eine Kanzel.
und das wird eine Eventfläche. Und die kann, also die lenkt nicht vom Verkehr ab, weil sie können rausgucken auf die Autobahn, aber die können nicht reingucken. Haben wir das Problem auch gelöst. Ah. Ist zwar ein bisschen teurer, aber es geht. Mhm. Bis wann wird es dann in irgendeiner Form fertiggestellt? Also definitiv möchten wir, wenn jetzt die Behörden mitspielen, 21 das Ding fertig gebaut haben, weil dann ist genau das 100-jährige Jubiläum der Abus. Ah. Ja, und das ist natürlich toll. Eine Riesen-Eröffnung, oder? Ja, einmal da, ja, genau, machen wir eine Riesenfeier mit dem ADAC zusammen, die haben sich auch schon gemeldet. Und das wird toll zu zeigen, pass auf, es kann doch jetzt mal was Schönes passieren. Ja, und ich finde das wirklich toll, dass in der Stadt sozusagen viele Dinge natürlich auch erhalten werden und dass es Förderer ja in irgendeiner Form gibt. Ich komme ja aus Potsdam und da wissen wir alle, unser guter Günther Jauch, der sehr viel von seinem Privatvermögen ja auch wirklich in die Stadt Potsdam steckt, um gewisse Dinge zu erhalten und für Aufmerksamkeit auch zu sorgen, sind alles aber eigentlich keine gebürtigen Potsdamer oder Berliner wie du auch, sondern interessiert an Historie oder warum? Nein, gar nicht. Nein, also das ist so, ich denke mal, die haben sich daran gewöhnt. Man dachte, so nach 20 Jahren, wenn man diese Trubi jeden Tag sieht, gewöhnt man sich an die Situation. Wenn ein Neuer kommt, der kann es nicht glauben, weil der die Vorgeschichte nicht kennt. Der hat sich noch nicht daran gewöhnt. Ja. Und den regt das natürlich dann mehr auf und will aktiv werden. Ja. Das ist, glaube ich, auch der Grund. Ja, ja. Mhm. Also wir können auf jeden Fall die AWOS beobachten, beziehungsweise auch die Tribüne beobachten, was so in der nächsten Zeit passiert. Mhm. Wenn Sie also mal reinfahren Richtung Berlin, und zwar Richtung Charlottenburg, dann werden sie immer an der AWOS vorbeikommen und quasi auch immer an der Tribüne. Und dann ist es eigentlich auch ganz schön, wenn das Stadtbild sich ein bisschen verändert oder die Einfahrt Berlins sich dann auch also ein bisschen freundlicher zeigt. Also nach den Herbstferien ist es ein Teilstück, der ist endlich richtig fertig. Wird auch beleuchtet und dann sehen Sie mal den Unterschied. Mhm. Ja, aber wir schaffen nur so, ich schätze mal, 40 Meter. In den Herbstferien. Berlin leuchtet ja eh auch gerade wieder. Mit Berlin leuchtet. Ja, genau. Die Stadt nachts im schönsten Licht dargestellt. Auch da lohnt es sich eigentlich immer mal ein bisschen auf Berlin zu gucken. Wir wollten mitwirken übrigens. Weil durften wir wieder nicht, weil das wieder ablenkt vom Verkehr. Also. Ja, ich muss ganz kurz sagen, wir sind natürlich kein Berliner Stadtsender, aber Berlin ist natürlich auch die Stadt, in die die meisten Touristen, nicht die meisten, aber viele Touristen natürlich doch auch kommen. Sind es die meisten? Ja, ja. München ist doch eine. Wir haben jetzt einfach mal in 14 Tagen 6 Millionen Touristen. Aber sehr knapp, 16 zu 14 Millionen. Zumindest lohnt es sich immer, und ein bisschen was zu erfahren und gerade so Empfehlungen zu bekommen, finde ich ja dann immer ganz schön. Eine Empfehlung haben Sie ja heute bekommen, nämlich das feine Marzipan, das in Neukölln hergestellt wird. Und da gucken wir noch mal kurz auf die Internetseite, denn das Einkaufen ist auch ganz, ganz einfach natürlich. Das bedeutet, man sucht einfach nur nach Ode Berlin, dann ist man eigentlich schon in der Boutique drinnen und kann sich für quasi seine Lieblingsschokolade, seinen Lieblingsgeschmack natürlich auch entscheiden. Und das Wichtige ist, und deswegen finde ich, ist das sehr, sehr schön, dass wir wirklich Gutes tun und dass ihr eben den jungen Menschen ein Ziel geben wollt, vielleicht raus aus der Perspektivlosigkeit, gerade in dem Stadtteil von Neukölln. Richtig, absolut. Mehr Infos, wie gesagt, unter ode-berlin.com. Und du hast vorhin ja von den großen Paketen geredet. Hier gibt es dann auch die sogenannten Glückswürfel, die wir vorhin auch schon angesprochen haben. Und auch da sage ich immer, es gibt ja nichts Schöneres, als ein bisschen Glück zu verschenken quasi. Das bringt Spaß. Also finde ich auch. Wenn Sie was Außergewöhnliches haben wollen, wohin geht die Reise bei dir? Also du bist ja wahrscheinlich auch so ein... Ja, ich habe schon ein neues Projekt, und zwar die Wohnungsnot in Berlin. Also jetzt, oder in ganz Deutschland sogar. Also ist es akut und es passiert einfach nichts. Und das ist mein nächstes Projekt, dass man das Problem mal endlich angreift, also zusammen mit anderen Personen. Ich glaube, da erntest du auch wieder sehr, sehr viel Applaus. Ich habe echt so viel Zulauf. Bei einem Projekt habe ich noch nie bekommen. Mhm. Also ich schreibe an einem Buch, um das Problem erstmal zu erklären. Dann natürlich auch, wie man es lösen kann. Und allein, dass ich das schon meinen Freunden erzählt habe, habe ich schon so viel Zulauf bekommen, die mitmachen bei den Recherchen und bei dem Schreiben des Buches. Und das wird ein sehr spannendes Projekt. Auch wieder ein sehr, sehr spannendes Projekt, das du dir vorgenommen hast. Jetzt gucken wir mal auf den Spruch des Tages, was der uns zu sagen hat. Und Theodora, komm ruhig hier rüber. Ich weiß doch, dass der Duft des Marzipans in deiner Nase ist. Gott schuf die Mandel und der Mensch das Marzipan. Damit hat der Mensch die göttliche Schöpfung zweifellos übertroffen. Ja. Auch ein schöner Spruch für dich, oder? Ist das ein Copyright? Oder? Damit verabschieden wir
für uns. Sie wissen ja, und das sage ich an dieser Stelle noch einmal sehr, sehr gerne, wir bekommen kein Geld dafür, dass wir ein Produkt wie Ode hier vorstellen, sondern wir finden es einfach nur gut. Und für uns ist es eine Empfehlung an Sie. Wir wollen Ihnen nur die besten Dinge empfehlen. Und wenn Sie auch ein Produkt haben oder ein Projekt haben, kennen oder denken, das muss die Welt kennenlernen, dann schreiben Sie uns ruhig an leichterleben@astrotv.de. Denn ich finde Werbung immer was ganz Schönes, aber ich finde Empfehlungen immer viel, viel schöner, oder? Wenn jemand was empfiehlt, dann ist man doch davon so überzeugt, und du würdest doch Ode auch empfehlen, oder? Ja, ich habe es probiert, ich darf es echt empfehlen. Es ist wirklich tolle Schokolade, tolles Marzipan, liebe Zuschauer. Und du würdest jetzt nicht neben mir so stehen, um zu sagen, bitte lasst mich das noch mal ganz kurz sagen, wenn es nicht so gewesen wäre. Ja, jetzt im Anschluss geht es weiter mit, ich glaube, Jessica Schweinsberg, kann das sein? Ja. Boah, ich bin auch Astro-TV-mäßig schon echt total gut drauf. schönen Nachmittag, ich wollte gerade sagen, schönen Montag, aber heute ist ja schon Donnerstag. Krass, wie schnell die Woche doch vergangen ist, oder? Feiertag halt, ne? Vielen herzlichen Dank, das war sehr nett. Also wirklich, sehr schön. Hallo, danke.